Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode FIFA 21 Karriere mit 1860 München. Und mir ist nach der Aufnahme der letzten Folge erstmal was aufgefallen. Ja, ich bin ein bisschen blöd. Ich habe mir gesagt, schreibt mir gerne eure Vorschläge rein für einen Stürmer. Dabei habe ich ja in der Folge auch schon angekündigt, ich vorproduziere das hier ja gerade alles. Das heißt, es ist ja überhaupt kein Sinn, weil die komplette nächste Woche ist vorproduziert. Das heißt, ich kann überhaupt nicht darauf eingehen, was ihr mir schreibt. Das heißt, ja, im Endeffekt muss ich jetzt selber entscheiden, welchen Spieler wir holen. Danke trotzdem natürlich an alle, die jetzt schon was reingeschrieben haben an Vorschlägen. Wir können ja auf jeden Fall dann im nächsten Sommer, brauchen wir sowieso wahrscheinlich einen neuen Backup oder wir sind mit unserem, den wir jetzt verpflichten, so zufrieden, dass wir behalten. Das werden wir dann sehen, aber vielleicht können wir da ja die Vorschläge dann nochmal mit einbringen. Jetzt muss ich mich erstmal selber entscheiden, wen wir eigentlich holen wollen. Und auch wenn ich mich jetzt hier entscheiden muss, möchte ich natürlich trotzdem ein bisschen auf euch hören. Und die zwei Vorschläge, die ich in letzter Zeit bekommen hatte, das waren eben Köpke und Ragnar Ache hier. Ich habe mich für Ragnar Ache entschieden, denn es ist einfach so, der wurde mir, glaube ich, relativ häufig geschrieben schon, dass ich ihn verpflichten soll. Wir haben ihn immer nicht geholt. Jetzt ist es mal an der Zeit. Ich denke, als Backup-Stürmer ist er mit seiner 77 auf jeden Fall gut, aber auch nicht zu gut, dass er jetzt die neue Nummer 1, das wäre das, was ich bei Ngankam hätte, dass dann halt fast schon eine neue Nummer 1 wäre, wo man dann gucken muss, wer spielt. Und das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, ich will lieber erstmal eine neue, wirkliche Nummer 2 holen, dass wir jetzt mit Aldea wirklich mal eine Weile spielen können als Stürmer. Deswegen Ragnar Ache jetzt mein Mann. Ich werde direkt reinstarten in die Verhandlungen und dann schauen wir mal, ob wir ihn als Backup-Stürmer verpflichten können. Im Endeffekt haben wir so viel Geld, dass wir es locker können. Und wir haben uns hier mit Eintracht Frankfurt tatsächlich geeinigt, am Ende auf 12,5 Millionen Euro. Ich denke, das ist ein vernünftiger Preis. 11,5 ist sein Marktwert, bisschen mehr gezahlt, aber im Endeffekt muss man sagen, die wissen natürlich auch, dass wir Geld haben. Die werden nicht dumm sein. Wir starten jetzt natürlich direkt auch rein hier in die Verhandlungen mit ihm. Und dann schauen wir mal, ob das auch klappt. Normalerweise sollte das natürlich, und dann, denke ich, können wir ihn verpflichten. Außerdem kommen jetzt hier noch zwei Leihangebote rein. Einmal für Papadakis. Das ist auf jeden Fall interessant. Werden wir mal delegieren. Allerdings natürlich nur eine normale Leihe, wie immer. Und Aldea, gut, das ist natürlich klar, dass wir das ablehnen werden. Warum sollten wir so einem Konkurrenten wie Dortmund unseren aktuellen Topstürmer verleihen? Das ergibt nun wirklich keinen Sinn. Und Ragnar Ache hat sich hier mit uns geeinigt. 38.500 bekommt er von uns. Das ist, denke ich, ein okayes Gehalt. Ein bisschen mehr, als er bei Frankfurt bezieht. Und im Endeffekt kriegt er bei uns eine Rotationsrolle. Auch das ist gut, dann ist er nicht so schnell unzufrieden, wenn er mal ein bisschen nicht spielt. Wir verpflichten ihn und haben damit unseren Transfer, den ersten, vielleicht auch den letzten, wir werden mal sehen, für diese Transferphase abgeschlossen. Und es gibt jetzt bei uns auch eine neue Nummer 10. Und zwar bekommt Emil Lorenz die 10 von Paul Prott. Ich denke, er hat sich einfach als legitimer Nachfolger absolut verdient. Was wir auch nochmal gucken können, ist, welche Nummer eigentlich Ragnar Ache jetzt bekommen hat. Die 5... Das sollten wir eventuell auch nochmal ändern. 5 für einen Stürmer finde ich ein bisschen fragwürdig. Ragnar Ache bekommt jetzt hier die Nummer 33. Ist ja auch eine Stürmernummer, die tatsächlich relativ viele Stürmer mal getragen haben. Mario Gomez ist da, glaube ich, einer der bekanntesten. Ich denke, das ist eine gute Nummer für ihn. Damit ist er jetzt unser neuer Backup-Stürmer mit einer neuen Nummer. Jetzt haben wir noch ein Transferangebot bekommen für Aaron Graf. Und da muss ich sagen, könnten wir auf jeden Fall mal verhandeln. Viel Zukunft dürfte er bei uns auf jeden Fall nicht haben. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, ja, wir versuchen es einfach so. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Wir verhandeln mal. Und hier kommt noch ein Transferangebot rein. Wieder für Graf, wieder aus Italien. Nach Sampdoria Genua jetzt also Lazio interessiert. Auch da werden wir natürlich wieder verhandeln. Ich denke, ungefähr gleich. Und dann schauen wir mal, ob hier vielleicht was rauskommt. Und damit steht jetzt hier für uns auch direkt das nächste Spiel an. Es geht gegen Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund, ja, die sind Tabellenführer. Das wird also ein ganz, ganz schweres Spiel. Wir können nochmal ganz kurz in die Tabelle reinschauen, wie es da oben eigentlich genau aussieht. Das haben wir lange nicht mehr getan. Boah, Dortmund und Bayern punktgleich nach 17 Spieltagen. Ganz, ganz eng da oben an der Spitze. Ja, Hertha auch ganz vorne mit dabei, aber Dortmund und Bayern ganz klar die Primusse der Liga. Und Dortmund, das wird ein ganz, ganz schweres Spiel für uns. Wir hier nur auf Platz 10, durchaus noch Chancen auf Europa, aber ganz einfach wird das nicht. Da muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her. Jetzt natürlich ohne Prott und Saar wird es deutlich schwerer nochmal, das muss man sagen. Unsere Mannschaft ist eigentlich qualitativ schlechter geworden, aber vielleicht ist der Mannschaftszusammenhalt natürlich ein bisschen besser, weil einfach diese übertriebenen Stars jetzt weg sind. Kann auch sein, man weiß es nie. Wir starten auf jeden Fall mal rein hier ins Spiel gegen Borussia Dortmund. Schauen mal, was wir hier mitnehmen können. In der Startaufstellung gibt es eigentlich keine Veränderung zu dem letzten, was ich euch gezeigt habe. Ja, Lorenz einfach und Aldea für die beiden Abgänge und ansonsten keine Änderung. Jetzt hier die Chance für Borussia Dortmund und Tammy Abraham macht hier das 1:0 nach 14 gespielten Minuten. Bisher ein relativ ausgeglichenes Spiel, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum Lorenz Kapitän ist.
Ich habe nichts daran geändert, wer Kapitän ist. Die ganze Zeit war es da geil, jetzt ist es plötzlich Lorenz. Das wollten wir sowieso nochmal ändern, das müssen wir auf jeden Fall nach dem Spiel mal machen. Aber warum zur Hölle ist Lorenz jetzt plötzlich Kapitän? Und damit ist hier die erste Halbzeit auch schon vorbei. 0:1 aus unserer Sicht. Ballbesitz ist technisch tatsächlich relativ ausgeglichen, aber der Schein trügt so ein bisschen. Das war hauptsächlich am Anfang des Spiels, dass wir Ballbesitz hatten. Ja, zum Ende der Halbzeit Dortmund klar besser. Gute Chance gehabt, kein zweites Tor gemacht. Glück für uns, muss man ganz ehrlich so sagen. Paar Mal stark gehalten von Mantel. Also, ja, Dortmund hier klar die bessere Mannschaft. Da muss eine Steigerung von uns her, wenn wir hier heute irgendwas mitnehmen wollen. Und auch in der zweiten Halbzeit ändert sich das Bild hier nicht wirklich. Dortmund immer noch klar die bessere Mannschaft. Und wir haben einfach keine Torchancen. Und wenn du keine Torchancen hast, dann kannst du natürlich auch nicht gewinnen. Und jetzt kommt es hier zu einem Debüt bei uns. Ragnar Ache wurde soeben eingewechselt. Ein bisschen ist noch zu gehen. Vielleicht wird er direkt im ersten Spiel hier für uns ein ganz, ganz wichtiger Mann, der für uns das eine Tor macht. Aber das dürfte die letzte Aktion des Spiels sein. Nochmal eine Ecke für Dortmund. Jetzt pfeift der Schiri ab. 1:0, also am Ende für die Dortmunder nach dem Tor von Tammy Abraham in der 14. Spielminute. Ja, eigentlich kein schlechtes Spiel von uns. Klar, man muss sagen, Dortmund war hier eindeutig die bessere Mannschaft. Aber am Ende muss man sagen, 0:1 gegen den Tabellenersten, das ist jetzt kein schlechtes Ergebnis. Aber man kann sich am Ende davon natürlich auch nicht viel kaufen. Es sind keine 3 Punkte und die hätten wir auf jeden Fall gebraucht. Und auch für Otto Kraus bekommen wir nochmal ein Leihangebot. Auch das können wir auf jeden Fall verhandeln, was Laien angeht. Da haben wir jetzt eine ganz schöne Leiharmee bald, wenn das so weitergeht. Und auch für Felix Hernandez bekommen wir nochmal ein Leihangebot. Auch das können wir auf jeden Fall verhandeln. Mal schauen, ob sich New York darauf einlässt. Und währenddessen wurde Papadakis tatsächlich auch verliehen zum FC Porto. Kurzleihe, also ein halbes Jahr. Der Grieche kann sich da auf jeden Fall weiter gut entwickeln. Und ein weiteres Transferangebot trudelt hier rein. Und zwar für Ramadani von Hertha BSC Berlin. Allerdings muss ich da ehrlich sagen, auch das möchte ich ungern machen. Ramadani, einer der Spieler, die ich noch umtrainiere aktuell auf eine Innenverteidigerposition. Dauert zwar ewig, aber irgendwann ist er vielleicht mal angekommen und dann möchte ich ihn eigentlich als Backup-Innenverteidiger behalten. Das heißt, ihn würde ich ungern abgeben aktuell. Aaron Graf wurde jetzt offiziell auch verkauft, also nochmal ein ganz bisschen Geld auf unser Konto, auch wenn das natürlich nur noch Peanuts sind, wenn man sieht, wie viel Geld wir da aktuell drauf haben. Dann auch noch für Felix Hernandez eine 2-jährige Leihe ausgehandelt mit New York City. Da würde ich sagen, das nehmen wir auf jeden Fall auch an und dann haben wir wieder mal einen weiteren Spieler vermutlich verliehen. Im nächsten Spiel geht es jetzt hier für uns gegen Schalke 04. Die sind aktuell auf Platz 14 in der Tabelle, also knapp hinter uns. 4 Punkte trennt uns gerade mal. Das wäre mal wieder ein ganz, ganz wichtiger Sieg, wenn wir den holen könnten. Einfach wird es aber natürlich nicht, das muss man ganz ehrlich so sagen. Und eine Sache sollten wir natürlich noch angehen, bevor wir hier das Spiel spielen. Wir suchen dann noch einen neuen Captain aus. Ich sag euch dann Bescheid, wer der neue Kapitän ist. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Spiel gegen Schalke 04. Der Captain wurde bestimmt und zwar ist der neue Captain Bela Kotschap. Ich denke, es ist einfach verdient. Er ist derjenige in der Mannschaft, der am längsten dabei ist in unserer Startformation. Andere Anwärter wären eben noch gewesen Stiller oder eben vielleicht Otto oder Lorenz als junge Leute aus der eigenen Jugend. Aber das ist ein bisschen früh, finde ich, die Kapitän zu machen. Also war es eigentlich nur noch zwischen Stiller und Bela Kotschap. Da muss man einfach sagen, Bela Kotschap ist länger dabei gewesen, hat keine Münchner Vergangenheit. Vielleicht auch ein Argument. Dementsprechend Bela Kotschap jetzt unser neuer Kapitän. Ich denke, das ist eine gute Sache. Da in der Defensive zentral kann man auch auf jeden Fall gut die Mannschaft führen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir rein ins Spiel gegen Schalke 04. Wie gesagt, wäre ganz, ganz wichtig, hier 3 Punkte zu holen. Einfach wird es nicht. Man sieht schon, die haben eine richtig gute Mannschaft, stehen vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig für das, was wir in der Mannschaft haben. Wir starten aber auf jeden Fall rein in die Simulation. Hoffen wir mal, dass wir mal wieder 3 Punkte holen können. Wären auf jeden Fall, wie gesagt, sehr wichtig. Erster Angriff jetzt hier und die Schalker gehen in der 12. Spielminute durch Yusuf Paulsen in Führung. Ja, das war so nicht geplant, dass wir so früh hier in Rückstand geraten. Aber Schalke fängt hier direkt druckvoll an und nutzt ihre erste Chance direkt eiskalt aus. Jetzt hier vielleicht die erste gefährliche Chance auch für uns, aber Aldea scheitert da leider am Keeper. Aber wir melden uns hier zumindest an, haben deutlich, deutlich mehr Ballbesitz, jetzt auch mehr Schüsse. Also eigentlich wäre es hier durchaus verdient, wenn wir hier das 1:1 machen. Und es ist unser neuer Captain, Bela Kotschap, der hier das Tor macht. Also der fügt sich hier richtig gut rein, übernimmt direkt Verantwortung und macht das Tor. Und damit ist jetzt aber die erste Halbzeit auch vorbei. 1:1 also. Wir waren eigentlich die deutlich bessere Mannschaft, wenn man sich das mal so anguckt. Deutlich mehr Ballbesitz, paar mehr Schüsse. Aber es bleibt beim 1:1. Da muss in der zweiten Halbzeit von uns auf jeden Fall noch was kommen. Hier ist was möglich. Wir können hier 3 Punkte holen. Mal sehen, was jetzt noch passiert in der zweiten Halbzeit. Jetzt hier vielleicht die Chance für uns. Abgeblockt und der zweite Schuss ist drin. Aldea macht hier das 2:1 und es ist verdient. Wir sind hier weiterhin die deutlich bessere Mannschaft. Jetzt müssen wir das Ergebnis nur noch über die Zeit bringen.
Und hier jetzt nochmal eine Chance für uns. Es ist Zapata. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Spiel für ihn für uns ist. Aber er trifft hier jetzt auf jeden Fall direkt. Das ist das erste Mal, dass ich ihn zumindest in meinen Gedanken einwechsel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn schon mal eingewechselt habe. Hier trifft er direkt nach der Einwechslung. Und das Spiel ist jetzt hier auch aus. Am Ende gewinnen wir deutlich und verdient mit 3:1 gegen Schalke 04. Bela Kotschap, Aldea und Zapata mit den Treffern für uns. Mal wieder drei ganz, ganz wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten aktuell in der Tabelle. Damit können wir uns ein bisschen Luft nach unten verschaffen und vielleicht oben wieder den einen oder anderen Platz gut machen. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Das nächste unfassbare Angebot für einen unserer Spieler. Der FC Barcelona möchte Miguel Zagal verpflichten. 64 Millionen bieten sie. Das ist nicht besonders viel für ihn. Da kann man auf jeden Fall mehr raushandeln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben diese Wintertransferperiode zwei absolute Topstars abgegeben. Es ist einfach nicht realistisch, jetzt im Winter noch einen Topstar abzugeben. Deswegen bleibt Zagal auf jeden Fall bei uns. Aber man muss sagen, das Interesse an unseren Spielern international ist unfassbar groß. Zwei Spieler jetzt zu Man City. Er hätte zu Barcelona gehen können. Die großen Vereine sind auf unsere Spieler aufmerksam geworden. Im Übrigen laufen jetzt hier die letzten 10 Stunden des Transferfensters. Ich will tatsächlich nichts mehr machen. Das ist ein Risiko, das muss man ganz ehrlich so sagen. Denn unser Team ist natürlich deutlich geschwächt worden. Wir haben eigentlich kaum wirklich nachgelegt. Ich meine, klar, wir haben Ragnar geholt als Backup. Aber jetzt nicht wirklich. Wir schauen mal, wie es läuft. Eventuell müssen wir dann im nächsten Sommer eine richtige Transferoffensive starten. Das müssen wir mal gucken. Oder die Leute... Mannschaft, die funktioniert jetzt einfach so, wie sie ist, dann müssen wir nichts mehr machen. Das ist jetzt ein Gamble, wir müssen mal schauen, wie es dann läuft. Und wenn man von großen Angeboten spricht, von großen Vereinen, das nächste kommt hier rein. Piemonte Calcio, Juventus Turin, möchte Bela Kotschap verpflichten. Aber auch da, wie gesagt, diesen Winter gebe ich keine Topspieler mehr ab. Wir haben wirklich zu viele abgegeben. Zwei Stück, das reicht. Mehr werde ich nicht abgeben. Deswegen bleibt er. Da haben wir noch ein Transferangebot für Hahn bekommen. Der ist aber gar nicht so schlecht. Verkaufen würde ich ihn ungern. Verleihen fände ich, glaube ich, besser. Und die Angebote für unsere Spieler fliegen hier weiterhin rein. Jetzt der SSC Neapel, die Arthur Otto verpflichten wollen. Aber muss ich sagen, der hat sich die Saison wirklich gut verbessert, defensiv vor allem. Mittlerweile auf einer 79, den werden wir aber auch noch nicht verkaufen. Gerade weil wir natürlich nicht noch ein Talent aus unserer eigenen Jugend wieder abgeben wollen. Und stündlich flattern die nächsten großen Angebote rein. Es ist unfassbar, ich simuliere eine Stunde weiter und schon kommt das nächste Angebot. Zagal, Manchester United dieses Mal. Aber auch da muss ich sagen, die bieten ja jetzt schon weniger als Barcelona. Und wir haben gesagt, wir geben keine Spiele ab. Dabei bleibt es. Und noch eine Stunde später kommt das nächste Transferangebot rein. Dieses Mal der AC Mailand, der einen Spieler von uns möchte. Dieses Mal geht es aber um Anton Schmidt. Also kein absoluter Stammspieler bei uns. Auch potenzialtechnisch gar nicht mal so gut, der Junge. Da werde ich mal in die Verhandlungen reinstarten. Tatsächlich mit Delegieren werden wir das in den paar Stunden, die wir haben, nicht mehr schaffen. Das heißt, wir verhandeln mal. Mal sehen, ob er uns da noch verlässt. Weil, wie gesagt, potenzialtechnisch ist der Junge einfach nicht wirklich gut. Mit dem AC Mailand konnten wir uns hier leider nicht einigen. Mehr als 4,6 Millionen wollten sie mir nicht geben. Und ich wollte halt mindestens mal 5 Millionen haben für einen Spieler, der einen Marktwert von 4 Millionen hat. Das heißt, er bleibt nochmal bei uns, kann sich hier weiterentwickeln. Ich denke, auch das ist keine schlechte Option für alle Seiten. Außer vielleicht Mailand. Und damit endet jetzt hier dieses turbulente Transferfenster für uns. Zwei absolute Topstars haben wir abgegeben. Einen Backup-Stürmer haben wir verpflichtet. Wir haben noch unfassbar viel Geld. Das werden wir auf jeden Fall noch weiter investieren in Jugendspieler. Eventuell könnte man natürlich auch schon sagen, dass wir mit dem Geld auch noch Spieler verpflichten für die nächste Saison schon. Also jetzt schon Transfers, sag ich mal, vorher fertig machen, dass wir die nicht noch in der Transferphase machen müssen. Könnte man auch überlegen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr da eventuell schon Vorschläge habt von Spielern, die wir dann holen könnten, die die Mannschaft auch wirklich dann verbessern. Aber natürlich auch bedenken, die Spieler werden sich noch weiterentwickeln, die wir aktuell haben, gerade die Jungen, die mit viel Potenzial sind. Das heißt, da kann auch noch vieles passieren, dass unsere Mannschaft dann plötzlich deutlich, deutlich besser aussieht. Ich würde aber auch sagen, das ist das da tatsächlich für diese Folge schon wieder war. Wie gesagt, ich möchte die Folgen nicht zu lange halten, einfach weil wir einfach nicht viel machen können aktuell. Das ist nur mal leider so. Das heißt, das war es dann von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir keine Spiele aktuell spielen können. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier in der Fußballzentrale.